Dieses Hörbeispiel besteht aus einem Tonsystem, das schon seit über 3000 Jahren existiert. Die zugrunde liegende Tonleiter ist eine der ältesten und gebräuchlichsten in den verschiedensten Kulturen der Erde. Ganz nebenbei, unser Intro-Jingle besteht auch aus dieser Tonleiter. Hallo und herzlich willkommen bei Musikdurchblick. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um das Thema Pentatonik. Wie schon erwähnt, ist die sogenannte Pentatonik eine der ältesten Tonleitern, die wir kennen. Sie ist nicht nur im asiatischen Raum anzutreffen, sondern auch in vielen weiteren Kulturen über den gesamten Globus verteilt. So zum Beispiel in der afrikanischen Musik, in der Musik der amerikanischen Ureinwohner und in den Volksliedern aus Europa. Zum Beispiel bei Amazing Grace. Die Pentatonik beeinflusst außerdem zu großen Teilen die heutige Pop- und Rockmusik. Nun schauen wir uns diese Tonleiter einmal genauer an. Als Pentatonik bezeichnet man Tonleitern, die aus 5 verschiedenen Tönen bestehen. Das ermöglicht natürlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Pentatoniken, gerade im asiatischen oder afrikanischen Raum. In dieser Folge widmen wir uns aber der gängigen Dur- und Moll-Pentatonik. Eine Pentatonik entsteht, wenn wir 5 Töne im Abstand einer reinen Quinte übereinander schichten. Wir machen das am Beispiel der C-Dur-Pentatonik. Unser Startton ist also das C. Eine Quinte über dem C liegt das G. Eine Quinte darüber liegt ein D. Die nächste Quinte führt zum A und die Quinte darüber entspricht einem E. Somit haben wir 5 Töne, die allerdings sehr weit auseinander liegen. Werden diese 5 Töne nun horizontal in einen gemeinsamen Oktavraum geschrieben, erhalten wir die eigentliche Tonleiter, bestehend aus den Tönen C, D, E, G und A. Das ist die Dur-Pentatonik. Die Quinte als das stabilste Grundintervall sorgt für einen angenehmen Klang der Pentatonik. Ein wichtiges Merkmal ist außerdem, dass sie keine Leittöne enthält, also keine Töne, die zu einem anderen Ton streben und damit Dissonanzen auslösen könnten. Dadurch klingt diese Tonleiter eingängig und schwebend. Sie ist sehr leicht nachsingbar. Deswegen sind viele Kinderlieder im pentatonischen Tonsystem komponiert, zum Beispiel Backe, Backe, Kuchen. Die Pentatonik wird auch oft in Werbejingles verwendet, da wir uns Melodien, die auf der Pentatonik basieren, einfach besser einprägen können. Die Moll-Pentatonik leitet sich von der Dur-Pentatonik ab. Genau wie bei der normalen Dur- und Moll-Tonleiter ist auch zwischen beiden Pentatoniken eine Tonverwandtschaft vorhanden. Kurz zur Erinnerung, die parallele Moll-Tonleiter zu C-Dur beginnt auf der 6. Stufe und entspricht damit der A-Moll-Tonleiter. Genauso ist es bei der Pentatonik. Somit ist die C-Dur-Pentatonik auch die Paralleltonleiter zur A-Moll-Pentatonik. Die beiden Tonleitern bedienen sich also am identischen Tonmaterial, bestehen also aus den gleichen Tönen. Die Moll-Pentatonik beginnt dabei nur auf einem anderen Ton, nämlich eine kleine Terz tiefer. Im Falle von C also eine kleine Terz tiefer auf dem A. Demnach besteht die A-Moll-Pentatonik aus den Tönen A, C, D, E und G. Die Melodie unseres Intros besteht übrigens aus der A-Moll-Pentatonik abwärts gespielt. Die Melodie des Songs Believer von Imagine Dragons besteht auch fast nur aus Tönen der Moll-Pentatonik. Sie wird außerdem häufig in der Rockmusik verwendet und ist meist eine der ersten Tonleitern, die man auf der Gitarre lernt, da sie sehr einfach zu greifen ist.
Sie bildet zudem die Grundlage der sogenannten Blues-Tonleiter. Wie du vielleicht schon vermutet hast, eignen sich die Dur- und Moll-Pentatonik sehr gut zum Improvisieren, also zum Beispiel für ein spontanes Solospiel. Dazu erzähle ich dir noch mehr in einem der nächsten Videos. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns doch gerne einen Daumen hoch, schreibe einen Kommentar, abonniere selbstverständlich den Kanal und wir sehen uns in der nächsten Folge.